Und damit wieder willkommen zurück hier zu Let's Play Days Gone. Wir sind jetzt ja gerade aktuell auf dem Weg zu diesem einem Nero-Stützpunkt, bei dem wir, glaube ich, in der letzten Folge auch schon waren. Genau. Da habe ich nämlich einen Weg nach oben gesucht, weil wir müssen hier quasi den Strom nochmal einschalten und müssen dafür halt irgendwie aufs Dach kommen. Na, weil die Tür hier nämlich verschlossen ist, da kommen wir so aktuell noch nicht durch. Na, später schon, aber jetzt aktuell nicht. Wie man sieht, da ist verschlossen. Und genau, ich hatte blöderweise den Weg erstmal nicht gefunden gehabt. Aber genau, das habe ich irgendwie übersehen, dass man nämlich das Auto hier verschieben kann. So. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Da schieben wir nämlich den Wagen da mal ran. Und dann können wir auch da oben auf das Dach klettern. Und dann können wir das Benzin in den Generator füllen und wir können endlich da rein. So, jawohl, haben wir das. Dann holen wir hier oben schon mal den Kanister. Den brauchen wir dann nämlich auch noch. So. Und wie gesagt, wir müssen halt aufpassen, weil man sieht es auch, da oben in dem Waggon ist nämlich eine Horde drin. So, genau. Dann müssen wir hier nochmal eben die Lautsprecher abmachen. Ja, super. Jetzt ist der Kanister runtergefallen. Genau, da hinten, die habe ich schon runtergemacht. Und den da hinten auch, genau. So, und ich hoffe, das waren dann alle, dass es hier nicht noch irgendwo ein Verstecken gibt. So, genau, jetzt müssen wir eigentlich von innen das öffnen können, oder? Nein, können wir nicht. Okay. Gut, dann hoffe ich, dass wir jetzt hier nochmal. Genau, hier kommen wir nochmal rauf. So. Ducken. So, weil die Horde, die wollen wir jetzt mal nicht alarmieren. Wie gesagt, ich habe es ja letzte Folge oder die letzten Folgen plural eigentlich schon gesagt, dass wir aktuell einfach nicht die Ausrüstung dafür haben, um uns mit so einer Horde anzulegen. Wie gesagt, wir spielen ja auch auf schwer und da halten die halt ein bisschen mehr aus, wenn es jetzt nicht gerade ein Kopfschuss ist und deswegen ist aktuell noch schwierig. So, gucke mal. Das Timing. Genau, füllen wir den eben auf. Das war's. So. Grünes Licht. Jawohl. Gut. Grünes Licht ist immer gut. Und jetzt rein da. Tür zu. So. Hoffentlich ist da was drin, das die Mühe wert ist. Da haben wir einen Lappen. Die Horde ist, glaube ich, nicht alarmiert, oder? Genau, alle Lautsprecher sind aus. Dann gucken wir hier nochmal. Was haben wir hier noch? Guck mal, eine Flasche, die nehmen wir natürlich mit. Und dann müsste es hier auch irgendwo diesen Koffer geben. Genau, da ist er, ja. Ein Injektor. Die haben hier wirklich alles. Gut. So, genau deswegen, das ist eigentlich das Wichtigste, weshalb wir eben diese Stützpunkte ja mehr oder weniger einnehmen, sage ich mal, oder reaktivieren. Hier können wir nämlich Gesundheit, Ausdauer und Konzentration skillen quasi, aufleveln, verbessern, wie auch immer man es nennen möchte. Genau, letztes Mal haben wir Gesundheit gemacht. Und ich würde sagen, wir nehmen dieses Mal Ausdauer. So. Sehr schön. So. Oh, das haut ganz schön rein. So, und dann, genau, hier haben wir nochmal so ein, ja, so ein Sprachrekorder. Sir, wir haben ein Problem. Wir haben eine Menge Probleme, Soldat. Welches meinen Sie? Da kommt noch ein Zug. Der ist bald da. Schaffen Sie die Leute von da weg. Zurück! Rufen Sie die Zentrale. Wir haben keinen Platz mehr. Ich habe Ihnen gesagt, wir brauchen noch ein Dutzend Bagger hier. Sonst müssen wir dich. Sir, Sie verstehen nicht. Verdammt, nein! Diese Arschlöcher im Portland hören nicht zu. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir keinen Platz haben. Die Straßen sind dicht bis zurück nach Farewell. Jedes Feld von hier bis Jamal ist voll mit Leuten, die aus ihren scheiß Auto brennen. Der Zug! Niemand antwortet. Wovon zur Hölle reden das Sie da? Das Funkgerät. Es geht einfach niemand ran. Oh mein Gott! Jupp, das klingt nicht gut. Mal, Züge werden hier so schnell nicht wiederfahren. Ne, so, genau. Jetzt haben wir hier gerade noch eine Mission offen. Da fahren wir jetzt hin. Genau, Lisa vor den Rippern retten. Ja, auf die Kleine, auf die werden wir noch ein bisschen öfter aufpassen müssen. Mit der werden wir noch viel Ärger haben im Spielverlauf. Da. Ja, ich würde gerne sagen, dass ich mich drauf freue, aber. Naja. Wir werden sehen, wir werden sehen. So.
So wie das alles genau war, weiß ich mittlerweile auch schon nicht mehr. Wie gesagt, mein letzter Durchgang ist auch schon ein bisschen her. Aber ich will ja hier möglichst auch spoilerfrei bleiben. Ja, genau, hangeln wir uns hier kurz durch. Und da vorne, upala, haben wir wieder ein Zufallsereignis. Falsche Seite. Jetzt ist es weg, oder? Na gut, genau, den hier haben wir schon. Da haben wir uns schon drum gekümmert. So, dann schauen wir hier mal. Genau, tanktechnisch sieht es auch noch gut aus. Den haben wir quasi, ich glaube, am Ende der letzten Folge erst voll gemacht. Oh, da hinten haben wir jetzt eins. Wo ist denn das da? Verfolgungsgebiet. Ach komm, machen wir das auch nochmal eben schnell, oder? Schauen wir mal, was da ist. Ist ja hier eh gleich um die Ecke. So. Gucken hier in diesem blau markierten Bereich. Okay, hier oben geht's nicht. Schauen wir mal, was suchen wir denn? Was ist das? Ah, der Controller, der vibriert auch ein bisschen, ab und an mal. Aber ich sehe hier tatsächlich gerade nicht. Ah. Okay, was haben wir denn da? Jetzt habe ich dich. Schauen wir mal. Ja, weiter sehe ich hier gerade nichts. Ah, guck mal, hier haben wir noch ein paar Spuren. Genau, und hier hören die Spuren einfach auf, hä? Ah. Schöner Haufen vergewaltiger Diebe und Mörder. Na ihr? Suche nach leichter Beute. Komm, jetzt stirb endlich. Na, jetzt habe ich den Typen da nicht retten können, oder? Ich glaube, der liegt jetzt da unten drin. Okay, durchsuchen wir ihn hier mal. Ein Lappen. Ja, den Rauch einatmen ist jetzt, glaube ich, nicht so gesund. Na, blöde Ripper. Na gut, haben wir ihn nicht retten können. Tut mir leid. Tut mir leid. Aber wir können auch nicht jeden retten. So. Dann fahren wir jetzt endlich zur Mission. Schauen wir mal. Genau, bleiben wir einfach hier direkt auf der Straße. Geht vermutlich am schnellsten. Oder, ach, wir können ja auch, glaube ich, auch querfeld einen durchfahren. Sollte jetzt auch nicht so das Problem sein. So, dann schauen wir gleich mal. Voila, nicht, dass wir hier das Bike kaputt machen. Dann schauen wir gleich mal, auf wie viele Ripper wir da auch schon wieder treffen. Ich kann mir gut vorstellen, dass da ein relativ großes Aufkommen ist. Wenn es das ist, was ich denke, dann werden da einige sein. Ich kann mich aber auch täuschen. Weil Lager haben die viele. Und die sind teilweise auch wirklich sehr groß. So, jetzt bin ich hier schon wieder falsch. Nee, hier kann ich auch nochmal durch. Okay, das ist nicht das, was ich denke. So, stelle ich mein Motorrad mal eben da ab. Zeitsprung. Der Ripper, wo ist die Kleine? Wenn sie verletzt ist, ich schwör bei Gott. Ach, was rede ich? Ich krieg euch alle, egal ob ihr ihr wehgetan habt oder nicht. Halt durch, Lisa. Ich komme. Na, möglicherweise ist es doch das, was ich denke. So, was haben wir denn hier? Aha. Was ist das? Lisas? Mit Sicherheit gehört der keinem verdammten Ripper. Kleine Fußspuren, Kindergröße. Das muss Lisa gewesen sein. Sie haben sich hier entlang geschleppt.
Wenn ihr ihr was getan habt, ihr Schweine, bringe ich jeden einzelnen von euch um. Das machen wir sowieso. Hat er mich gesehen? Ja, nicht gesehen, oder? Ach komm. Oh. Komm. Endlich. Warum findest du nicht den Weg? Die sind tot. Den hast du gesehen? Die treten deinem verdammten Kult nicht bei. Flasche nehmen wir auch mit. So, dich lassen wir das mal lang gehen. Ich muss hinabsteigen. Dann steig hinab. So. Und du bist hinabgestiegen. Ab in die Hölle mit dir. So, was haben wir da? Ripper-Klinge. Ah, probieren wir es mal aus. So. Da haben wir dich noch. Du drehst dich bestimmt gleich um, oder? Nein. So, durchsuchen wir dich nochmal eben. Okay. Handfeuerwaffen-Schalldämpfer. Mhm. Weiß gar nicht, warte mal. Können wir den... Okay, bringen wir den einfach mal an. So. Ja, super. Einfach nur eine Dose, die vorne drauf geschraubt ist. Super Schalldämpfer. Wurde sie hier reingeschleppt? Vermutlich. So, wo steckt die? Hm? Da haben wir nochmal Munition. Okay, irgendwie so eine Art Altar. So. Ah. Na los, komm raus. So. Die Freien regieren die Welt, ha? Huh? Nicht, wenn sie alle tot sind. Scheiße. Und das werden sie sein. Was ist bloß los mit euch, Freaks? Nein. So. Sie ist nicht hier. Wo bist du, Lisa? Sie muss irgendwo hier draußen sein. Und doch, das ist tatsächlich doch das, was ich dachte. So, genau. Sammelobjekt nehmen wir natürlich mit. Ah. Ich strebe nach dem einen Geist. Na verdammt. Jetzt treff ihn halt, meine Güte. So, komm, verbinden wir uns nochmal eben. Oh. So, jetzt aber. Sagt niemand führt euch bei! Hey, schau so. Jetzt wurdest du gefunden, ja? Genau, und der da auch. Zurück. So, noch jemand? Da hinten garantiert und da oben auf jeden Fall. Na, der versteckt sich. Auf ihn. Ah, guck mal, da bist du. Mist. Ah. Halt durch, Lisa. Stopp. Egal, was sie jetzt machen. Halt einfach durch. Okay, jeder Schuss zieht. Wie viele? 4%. Okay. Das heißt, man kann 25 Schuss mit dem Schalldämpfer machen. Und dann ist er hinüber. Da kommt man nicht weiter. Huch. Da oben bist du. Du bist gar nicht tot, hä? Und ich dachte, ich hätte ihn erwischt. Aber das ist offenbar nicht der Fall. Frech. Wenn, mache ich euch fertig. Na komm, jetzt stirb. Ich werde dich retten. Komm, komm, komm. So. Na, gar nichts brauchst du. Na komm. Ah. Da hinten läuft er. Gut, dann durchsuchen wir die hier erstmal.
Und wieder ein bisschen Pistolenmunition. Schauen wir mal, guck mal, da oben haben wir noch. Ja. So. Dann verbrenn, man. Idiot. So, dich haben wir. Und hier oben lag, glaube ich. Ne, da liegt keiner mehr. Na gut. So. So, dich nehmen wir natürlich mit. Ich nehme das mal mit. Okay. Oh, gibt's hier oben. Uch. Habe ich hier letztes Mal eigentlich auch geguckt? Ich glaube nicht. Kann ich mich nicht dran erinnern. Wir sind hier. Genau, aber es ist sowieso nicht die Richtung, in die wir müssen. So. Wir finden sie schon. Da mache ich mir keine Sorgen. Okay, hier ist nirgendwo jemand. Hallo? Tremble. Hier. Sie wurde hier hochgezerrt. Noch mehr Munition, noch eine Flasche. So viele Flaschen hier. So. Hm. Guck mal, da oben ist wieder einer. Na nun, wo ist er denn jetzt hin? Ist er hier irgendwo? Nö. Der wird sicher gleich irgendwo hervorkommen. Da hinten irgendwo zum Beispiel. Okay. Ah, gucke mal. So, verbinden. Ja, ja. Ich befreie euch. Keine Sorge, da oben ist ein Scharfschütze. Aufpassen. Na, wo steckst du? Da bist du. So, und für den Scharfschützen da oben. Ah. So, die Entfernung immer schwierig. Komm, wir treffen ihn doch sogar. Aber es reicht halt nicht, ihn zu killen. Na komm. Hm? Erwischt. Jetzt haben wir ihn. Steig hinab, Arschloch. Genau, steig hinab. So, ihr habt ein bisschen was für uns dabei, sehr gut. Da ist sie. Oh. Jetzt. Bin getroffen. Ja, und jetzt bist du tot. Und dein Kumpel hier gleich genauso, sobald er hochkommt. Oder auch nicht. So, guck mal. Der da auch noch. So, waren das alle? Schauen wir mal. Lisa, da ist sie. Lisa? Lisa? Hey! Kleine! Nein! Hey. Nein! Ah. Hey, Lisa, ich bin's, Deacon. Erinnerst du dich? Deacon. Okay. Okay. Deacon. Schon gut. Schon gut. Komm schon. Bist du okay? Verdammt, kannst du laufen? Kennst du das Besucherzentrum? Gut, da steht meine Maschine. Du musst so schnell du kannst dahin laufen. Halt nicht an. Nicht anhalten. Genau, nicht anhalten, was auch ist. Bereit? Hm? Los. Okay, sehr schön. Bring Lisa zu deinem Bike. Wir sind unterwegs. Ah, guck mal, dich nehmen wir natürlich noch mit. Schön, dass sie vorläuft. Okay, gehen wir einfach ein bisschen den gleichen Weg zurück, oder? Ja.
sicher runter, versteck dich. Befreie ihn! Na komm. Mach sie fertig! So. Oh. Lisa, lauf! Genau, schick das Kind wieder vor. Mach's wie Kratos, einfach den Jungen vorschicken. So, warte mal. Jawohl. Ach, guck mal, hier können wir dann einfach lang. Okay. Na gut, laufen wir hier lang. Nee, du wirst sterben. Na komm, raus. So, siehst du, jetzt bist du tot. So, gucken wir mal. Hat irgendwer mal Munition für mich? So, hier ist keiner. Hier auch nicht. Doch, da hinten. Na gut, um die kümmere ich mich schon. So, weg von meinem Bike. Ja, stirb halt. Na komm. Na endlich. Zu meinem Bike, lauf! So. Na. Genau, nehmen wir euch nochmal eben. So. Zack, durchsuchen. Hast du irgendwas für mich? Nein, hast du nicht. Gut, rauf da. Hier ist es sicher. Bist du okay? Nein. Hör mir zu, südlich von hier liegt ein Camp am Lost Lake. Es ist anders als Hot Springs. Iron Mike ist nicht wie Mrs. Tucker. Ich hasse Mrs. Tucker. Du wärst dort nicht allein. Es ist ein gutes Camp. Und es ist sicher dort. Okay. Gut festhalten. Fahren wir jetzt zu Iron Mike? Ricky! Ich fahre mit Lisa zu Ricky. Ach, Ricky, nee. Komm! Ricky, bist du noch auf dem Kanal? Lost Lake Camp, kommen! Deacon? Lang nichts gehört. Was willst du? Verdammt, wir müssen uns treffen, okay? Auf dem Cascade Highway an der Abzweigung zur Old Belknap Road. Ich fahre jetzt dahin. Weißt du, was Iron Mike gesagt hat? In der Nacht, als Boozer und du hier weg seid? Hör zu, deswegen funke ich dich und nicht Skizzo an. Iron Mike muss das nicht wissen. Ich habe ein Kind hier. Was? Ja, kein Kind, eine Überlebende. Sie war lange hier draußen. Du hast eine Überlebende und bringst sie nach Lost Lake? Nein, du bringst sie nach Lost Lake. Ich bringe sie zu dir. Ricky, bist du da? Ja, okay, ich bin unterwegs. Lost Lake Ende. Ja, Ricky. Iron Mike. Gern geschehen. Ja, Iron Mike werden wir auch noch sehr, sehr viel mit zu tun haben, weil es gibt hier es noch... Es wird dir da gefallen, Kleine. Es gibt hier nämlich, das kann man jetzt noch nicht sehen, zwei weitere Bereiche hier auf der Karte, die man erstmal freischalten muss. Das ist hier quasi, man kann sich vorstellen wie bei GTA, ne, was ja irgendwie auch in der Regel in drei, oder zumindest bei den alten Spielen in drei Teile eingeteilt war. Und das ist hier quasi der erste Teil, dann kommt noch ein zweiter hier unten mit Iron Mike und dann darunter noch ein dritter. Wie gesagt, Iron Mike, er ist okay. Er schreit gern rum, also lass dich nicht aus der Ruhe bringen, verstanden? Okay, und dann ist da ein Typ namens Skizzo. Wenn er dich irgendwie nervt, dann sagst du's Ricky. Oder, geh zu Eddie. Sie ist die Ärztin im Camp. Eddie, sie ist eine Gute. Sie hat Medikamente und so, weißt du, um die Wunden zu säubern. Ich meine, das soll sich ja nicht entzünden, ha? Sie helfen dir. Du kannst ihnen vertrauen. Auch wenn du Scheiße baust. Ich hasse Skizzo, wollte ich nochmal gesagt haben. Aber ihr werdet noch sehen, warum. Hey, Ricky. Hey, Deke.
Ich bin überrascht. Macht Tucker nicht mehr in Sklavenhandel? Lisa, das ist Ricky. Sie wird dich an einen sicheren Ort bringen. Es bleibt dabei, Deke. Iron Mike wird dich nicht dafür bezahlen. Bezahlen? Ach, komm schon. Entschuldige. Darum geht's hier nicht. Hier geht es nicht um Kopfgeld. Könntest du bitte, nimm sie mit, okay? Hm? Was ist mit ihr, Deke? Was mit ihr ist? Sie ist ein paar Rippern begegnet. Ich musste... Oh mein Gott. Hey, Lisa. Hi, ich bin Ricky. Hör mal, gehst du gern angeln? Ich liebe das Angeln. Ich tue nichts lieber auf der Welt. Willst du mit mir angeln gehen? Ja? Komm, ich erzähle dir vom Lost Lake. Er hat das klarste Wasser, das du je gesehen hast. Und die Fische, oh mein Gott. Die Fische am frühen Morgen, die springen so hoch. Ich zeig's dir. Und dann werden wir jede Menge Spaß haben. Halt dich gut fest, okay? Bereit? Und nochmal vielen... Ja, mal schauen, wann wir dann zu Iron Mike kommen, selber. Das weiß ich nämlich auch nicht mehr. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal. Es wäre auf jeden Fall nicht schlecht, wenn wir uns dann zu langsam auch schon mal den zweiten Teil freischalten. Aber wir haben sowieso noch sehr, sehr viel vor uns, ne? Also wir sind noch sehr, sehr weit davon entfernt, hier irgendwie fertig zu werden mit dem Spiel. Bin ja auch froh drüber. Niemand hat das vorausgesehen. Die Welt wird dich packen. Okay, Leute. Ich würde aber sagen, das machen wir dann erst morgen in der nächsten Folge. Wir sind für heute erstmal wieder durch. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.